Hey Leute, der Sturm geht weiter. Nach der gemeinsamen Nacht mit Paul ist Josi zuversichtlich, dass sie bald offiziell mit Paul zusammenkommt und vertraut Erik an, wie glücklich sie mit ihm ist. Als sie in ihrer Wohnung auf Henning trifft, ist dieser skeptisch, als er hört, dass Josi beim Bäcker war, ohne etwas mitzubringen. Besonders als Henning später einen innigen Blick zwischen Paul und Josi bemerkt, äußert er sein Misstrauen gegenüber Shirin. Durch Shirin gewarnt, versichert Paul Josi, dass er endlich mit Konstanze reden wird. Als er Konstanze schließlich die Wahrheit über seine Gefühle gestehen will, erscheint diese jedoch nicht zum vereinbarten Treffpunkt. Niedergeschlagen erkennen Max und Vanessa, dass ihnen das Geld für die nötigen Baumaterialien für den Dachstuhlausbau fehlt. Um dem entgegenzuwirken, will Max an einem Mountainbike-Rennen teilnehmen und sich die Gewinnsumme sichern. Bei der Probefahrt verliert er auf der Strecke seine Helmkamera, welche spannende Aufnahmen macht. Daraufhin fragt er Paul, ob er diese irgendwo gefunden hat, beiläufig erwähnt Max von einem schlimmen Unfall, den er gesehen hat. Merle gesteht Gary, dass sie sich in eine Kur samt Therapie begeben will, bevor sie wieder glücklich mit ihm zusammenleben kann. Obwohl Gary traurig über Merles Abreise ist, bemüht er sich um Verständnis und stimmt wehmütig einer vorläufigen Fernbeziehung zu. Traurig verabschiedet sich er von ihr, die zu ihrer Kur aufbricht. Um Gary aufzumuntern, haben Vanessa und Alphons ein besonderes Geschenk für ihn. Ariane übergibt im Wald einen Koffer voller Geld an einen gewissen Mann. Dieser wird den Fürstenhof bald ziemlich heiß werden lassen. Doch bei dem gemeinsamen Gespräch werden sie gefilmt. Als Paul auf Konstanze wartet und Max ihm von dem Autounfall erzählt, ist für ihn klar: Konstanze ist in diesem Auto. Schnell will er zu ihr. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.